Schönen guten Tag, liebe Leute. Herzlich willkommen bei Taverne Mast, Türchen Nummer 23. Mit eurem Ricky Sabus. Ja, also, ich werde mich nur noch mal kurz vorstellen für die neuen Leute. Ich bin der Ricky, ich bin ein Kollege von Filmproduktion Benjamin. Ab nächstes Jahr bin ich richtiger Mitglied. Das heißt, es werden dann auch öfters von mir ein paar Screams kommen, Aufnahmen kommen. Mal gucken, mal schauen, wie es aussieht. Wenn nicht, muss ich mir einen neuen Rechner kaufen. Aber das würde ich dann euch mal ein anderen Mal erzählen. Somit fangen wir heute auch wieder an bei Thema. Taverne Mast heute, Türchen Nummer 23, ein Tag vor Heiligabend. Naja, dann würde ich auch sagen, fangen wir auch gleich an und zu gucken. Oh, wir sind im Minusbereich hier oben. Minus 93 Goldstücke. Ja, ich habe ein bisschen viel gekauft und alles. Müssen wir jetzt ein bisschen rausholen wieder. So. Da würde ich auch sagen, gut, sieht schon mal gut aus. Kann ich hier Leute anheuern? Kellnerin? Ja, brauchen wir eigentlich schon eine Kellnerin, wenn wir noch keine Küche haben? Naja, eigentlich noch nicht. Eigentlich noch nicht. Also brauchen wir es noch nicht zu kaufen. Ändere den Namen der Taverne, indem du auf das Schild vor der Taverne klickst. Machen wir das heute oder machen wir erstmal die anderen Aufgaben, um Punkte zu bekommen und mehr Sachen freizuschalten? Mal schauen, was wir heute alles machen. So, es gibt eine moderates Feuerrisiko auf Etage 0. Ja, dieser. Ja. Schlechter Wachs, sehr gutes Wachs, das kostet aber wieder so viel Geld. Das können wir noch nicht umstellen. Naja, warten wir es mal ab. Wir machen jetzt erstmal Geldeinnahme und erstmal wieder im Plus zu kommen. Und ja, gut. Sieht's denn aus? Bier ist noch da, Wasser ist noch da. Gut, reicht eigentlich auch erstmal noch. Ja, liebe Leute, ihr habt letzte Chance. Morgen, den 24.12., in die Kommentare das Lösungswort reinzuschreiben. Es gibt ein Gewinnspiel. Ich drücke euch auf jeden Fall weiterhin die Daumen. Wer es gewinnt, das werden wir dann erfahren. Bis zum 29.12. habt ihr die Möglichkeit, am Tag 24. das Lösungswort dieses Adventkalender reinzuschreiben. Daher, diesmal ist da alles Zahlen, was ihr finden müsst. Jede Zahl ist ein Buchstaben. Als Gewinn wieder eine wunderschöne Tasse, paar kleine Süßkramwaren, einen kleinen Gutschein. Ich wünsche euch viel Spaß beim Adventkalender-Gewinnspiel 2023. Der Benjamin wird es bestimmt dann auflösen. Natürlich erst am 24. Also bestimmt wird er bekannt geben, wer gewonnen hat. Vielleicht werden wir ja sehen. Ich werde nicht mitspielen. Ich kenne das Lösungswort auch nicht. Ich will euch die Chance geben zu gewinnen. Und ich drücke euch die Daumen. Also gut aufpassen. Ich hoffe, ihr habt jedes Video geguckt von 1 bis 23, 22 und habt die Buchstaben oder Zahlen entdeckt irgendwo. Ich drücke euch die Daumen für das Gewinnspiel. Dann viel Spaß. So, dann gucken wir mal. Oh, hier blinkt irgendwas auf. Was ist hier? Wieder ein Levelaufstieg. Oh, geil. Wird da immer besser. So, was nimmt man jetzt? Nehmen wir hier. Ja, komm. Machen wir das so. Perfekt. Wie sieht es bei der Forschung aus?
Oh, fehlt noch 22 leider. Dann haben wir die Musiker freigeschalten. Na dann, bin ich mal gespannt. So. Na dann. So. Wie viel brauche ich eigentlich für die Küche? 100 Münzen, 150, 100. Oh, 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 oh. Oh, Maria, Levelaufstieg. Das ist aber sehr schön hier. Trinkgeld oder Treppenaufstieg? Ja, Treppenaufstieg haben wir noch nicht. Also Trinkgeld oder für getragene Geschwindigkeit getragen. Ich nehme mal Trinkgeld. Mal schauen, was das bringt. Ja, mal sehen. So, irgendwann werde ich ja auch die Taverne umbauen, das heißt weiter ausbauen, dass ich mehr Tische und Bänke noch reinmachen, platzieren kann. Aber erst wenn wir nach und nach das Geld haben natürlich. Das heißt, es bleibt erstmal noch ein bisschen so klein. Mal gucken, wie lange noch. Naja. Ich würde jetzt schon mal doch das erste holen. Das wäre ba, 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 bam. So. Theke auf dieser Etage. Du hast keine Theke, du hast keine Kiste auf dieser Etage. Es gibt. Ah, okay. Ich würde trotzdem mal jetzt anheuern, die Kellnerin. Welche nehme denn? Schnell. Erhält 5 Trinkgeld für jedes serviertes Essen. Getränke gleichzeitig tragen. Ich würde sagen, komm, wir stellen die ein. So, haben wir erstmal die. So, die Forschung ist auch gleich wieder fertig, wie es aussieht. Oh, die ist fertig. Perfekt. Da würde ich sagen, machen wir jetzt mit der Forschung weiter. So, ich brauche jetzt eine. Das Bier muss ich auch wieder auffüllen. Noch reicht es, das Bier, aber. Naja, gut. Ja, ich habe es gelesen. Ach so, ah, lassen wir es offen. Ja, schön Bier und Wasser trinken. Sobald ich Geld habe, kaufe ich auch noch mehr Getränke, Fässer. Und die Küche wird noch weiter ausgebaut. Jo. Na dann. So, und wegen des Gewinnspiels, was morgen am 24.12. in die Kommentare Lösungswort einschreiben müsst, kann ich euch leider nicht helfen. Ich kenne das Lösungswort nicht. Ich kenne die Buchstaben nicht oder die Zahlen oder was auch immer für Lösungswort dann kommt. Ich sage nur, ich drücke euch die Daumen. Passt gut bei jedem Video auf. Es wird vielleicht nur ein Buchstabe sein oder eine Zahl. Also ich drücke euch wirklich die Daumen und ich wünsche euch viel Spaß und viel Glück bei Gewinnen, beim Gewinnspiel. Somit sage ich auch wieder, naja, gut. Oh, 63 plus haben wir heute gemacht. Oh, das sieht schon mal gut aus. Finde ich klasse. Na, negativ. Verärgerte Kunden hat man nicht. Getränke, okay. Ja. Naja, gut. Ja, so liebe Leute, ich sag da nur für morgen einen schönen vierten Advent und dann auch schöne Weihnachten wünsche ich euch morgen schon mal.
Und somit war es auch schon wieder für heute. Ich sag nur, bis zum nächsten Mal. Sagt euer Ricky. Mach's gut. Ciao.